Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Bude. Willkommen zu einer neuen Folge von Pokémon Tekken. Wir wollen heute in das Endturnier der C-Liga eintreten und ich hasse jetzt schon diese Liga-Matches. Wir schaffen es also auf Platz 9 mit diesen Runden, wenn wir alles gewinnen. Top 8 brauchen wir fürs Turnier. Danke, Spiel. Wir versuchen einfach, die Gegner zusammenzuschlagen. Und stimmt, Pikachu hatten wir auch immer noch nicht. Digga, haben wir langsam dann mal alle Gegner gehabt. Naja, einfach hoffen, dass es ähnlich gut läuft wie letzte Folge. Da hatten wir irgendwie ein oder zwei Close Calls. Sonst eigentlich eine ganz gute Performance. Und ja. Mal gucken, wie es heute läuft. Okay, das kann ich anscheinend nicht countern. Stop it. Ah, der ist mir jetzt schon unsympathisch. Gardevoir ist anscheinend ein ziemlicher Projektil-Spam-Charakter. Zumindest spielt dieser CPU so. So, solange er stunt ist, packen wir Psyana aus. Landen dann noch ein Grab. Hallo, darf ich mich nochmal bewegen? Oh Gott! 29 HP! Ja, also heute wird anscheinend knapper. Was zur Hölle? Gardevoir ist in meinen Augen bisher, glaube ich, der ekelhafteste Gegner. So. So, da landen meine Hits stabil. Wir kriegen wieder den Grab raus in der Situation. Sein Limit ist schon so ziemlich rum. Und... Hä? Was war das? Ich habe einen Limitschlag getroffen und er ist einfach ohne Animation gestorben? Ich wusste nicht, dass das geht. 4,5 Sterne, obwohl wir nur 2 bei Defensiv haben. So, Glücksbonus, was bekommen wir diesmal? Ah, natürlich! Wer hat sich diese Titel ausgedacht? Entweder beleidigen sie mich oder sie sind komplett random. Faust des Wind. Gottes. What? Oh, direkt Norngardevoir. Ihr riecht die Begeisterung sicher. Yay. Gott. Lass es bleiben. Ja, der ist anscheinend ziemlich eingebildet. Hoffen wir, dass wir ihn gut zusammenschlagen können. Ah, ekelhaft. Gardevoir hat ekelhafte Kombos, habe ich das Gefühl. Das mag ich hier wirklich gar nicht in dem Game. So, da lande ich meine paar X-Hits. Okay, wir landen ein Grab. Oh, 2 HP, verpiss dich! So. Gut. Ja, heute sind die Gegner nerviger. Das ist mir nicht sympathisch.
their synergy game. You've already used your burst, so now it's time to keep pounding at them. So, ich lande einen Grab, perfekt. Ah nein, das geht daneben. Aber wir senken seine Werte. 5 HP left und Hit. So, wir brauchen das Resonanzlimit nicht, um ihn zu zerstören, zum Glück. Also das Limit schon, ich laber bei den Begriffen immer scheiße. Den Resonanzschlag, Limitschlag brauchen wir nicht. So, reicht nicht für ein Level. Das war's dann hoffentlich erstmal mit Gardevoir. Ich hab nämlich keinen Bock mehr. Oh. Suicune! Yay! Das hatten wir in der letzten Folge nicht genug. Naja, zumindest hab ich irgendwo Matchup-Erfahrung, I guess. Als ob ich in dem Spiel irgendeine Ahnung hätte, was geschieht. Warum klingt Gewaltro wie eine fucking Katze? Nein. So, bisschen Damage. Ah, ekelhaft. Acht HP seinerseits. Und ich nenne den Move jetzt einfach mal ganz nach Smash-Manier Down-Tilt. Macht's. Ich habe das Gefühl, das ist ein ziemlich guter Move allgemein. Die Duellphase ist definitiv mehr mein Fall als die Feldphase. Liegt wahrscheinlich echt auch an Smash. So, shield die ganze Scheiße nur. Auf die Fresse bekommst du trotzdem. Mein Nachtara zieht dir noch ein bisschen Energie. Sicher, dass Gewaltro nicht im Ansatz-Limit-Schlag-Kombos hat, weil Nachtara into Limit-Schlag sah schon sehr true aus. Ja, aber wie gesagt, aus Nachtaras Move, der den Gegner eine ganze Weile stunt, sah es schon so aus, als wäre der Limit-Schlag sicher. Ich meine, ich weiß es ja nicht, aber. Und jetzt Platz 9. Marcello. Boah, Marcel nervt mich sogar in dem Spiel. Was denn das? Mann, Marcel. So. Erstes Pikachu. Ich glaube irgendwie, wir werden jetzt unseren ersten Loss haben. Ich weiß nicht warum. Und ich habe direkt den falschen Button gedrückt. Yep. Das ist so ziemlich, was ich erwartet habe. Lande ich noch einen Hit heute? Oh yeah, ich lande sogar welche. Aufgeben tue ich hier definitiv nicht. So, da landen ein paar Hits. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Move war. Down und A. Habe ich jetzt nochmal gemacht und dafür direkt auf die Schnauze bekommen. Perfekt. Grab auf 11 dürfte ja wohl töten.
close one, aber er hat volle Synergy wieder. Ich sag hin und wieder Synergy, weil das die Voice Lines hier in Game auch sagen. Guck mal, das kann ich auch. So, nach Tara into Limit Schlag. Sah nicht ganz true aus diesmal, aber wenn man an der Wand ist, ist es, glaube ich, so ziemlich true. Schade nur, dass ich nach Tara echt in dem Frame benutzt habe, wo gerade sein Limit leer war. Hör auf, mich zu hitten. Hallo, jetzt... Danke Gott! Der ist nochmal viel zu krass gecomebackt am Ende. Die Gegner werden nicht gerade schwächer. In der Folge strugglen wir ziemlich. Ein Win haben wir gegen den 9. Platz dieser Liga, aber... Boah, einfacher wird's nicht. Dann weiter. Immerhin gebe ich mir Mühe. Der ist sehr optimistisch. Ah, Gengar habe ich aber auch als ekelhaft im Kopf. Oh, ich hasse es. Das ist einer der Gründe, warum ich Gengar hasse. Leider ist mir das jetzt erst wieder eingefallen. Dieses fucklangsame Projektil. Verpiss dich. Boah, wenn man das ohne Combo landet mit oben und A, das ist auch fucking strong, muss ich sagen. Und ich habe vorhin gesagt, seine Rangangriff ist down A, das ist down Y, nicht Affe. Oh, mein Resonanzlimit sieht nicht gut aus. So, ich lande einen Grab. Mhm. Jetzt bekommen wir das. Limitschlag hittet. Und damit haben wir diesen Kampf tatsächlich ohne Damage nehmen gewonnen. Obwohl wir nur den Final Hit mit Resonanz gemacht haben. Sehr schön. Ich muss ein bisschen confident spielen. Aber nicht zu confident. Sonst kriege ich einfach nur auf die Schnauze. So, aber damit haben wir auch diese Runde der Ligakämpfe geschafft. Dass wir jetzt noch eine machen müssen, finde ich sehr billig, sage ich, wie es ist. Als ob die uns nicht einfach Platz 8 hätten geben können jetzt. Aber nein, 9. Gott. Und deswegen müssen wir noch eine Runde Liga-Matches machen. Platz 6 ist das Höchste, was für uns drin ist. Na dann, mal gucken, ob wir es schaffen. Wenn wir gegen Platz 6 verlieren sollten, aber 7 besiegen, müsste es ja eigentlich auch reichen. Auch wenn das nicht gerade mein Plan... Er hat 69 Kämpfe gemacht. Scheiße, das ist der stärkste Gegner bisher. Obwohl, nee, wir sind dann ja sein 70. Das heißt, wir machen gerade seine Zahl kaputt. Ja, dann ist es einfach. Okay, ich habe es zumindest diesmal irgendwie geschafft. Hi. Boah, ich mag das nicht. Jetzt krieg mal auf die Schnauze. Anscheinend so. Paar Hits. Xiana. Ja, also unten und X im Duellmodus. Dieser
was eigentlich auch ein Downtilt ist, wo man so ewig slidet. Das ist gerade für solche Finisher ganz geil. Und eben wenn der Gegner in so einer... Ich spreche einfach mal komplett in Smash Bros. Sprache, weil das kann ich einfacher... Wenn der Gegner in so einer Tech-Situation ist, auch wenn man in diesem Game nicht taggen kann... Das ist natürlich sehr gut für mich. Ja, nach Tara verfehlt leider. Gar nicht mal komplett. Keine Sorge, ich verfehl den Move, aber ich mache ihn zumindest. Oh, ich habe ihn ja gehittet. Und das war's. So, erstes Match auch hier gewonnen. Naja, dann werden wir heute noch diese Runde Liga-Matches machen und beim nächsten Mal uns dann ganz entspannt ums Turnier und die Liga-Prüfung kümmern. Und ganz bestimmt nicht noch ein Shadow Mewtwo-Battle. Oh mein Gott, was für eine Vorhersehung. Ja, ich glaube, das ist nicht sonderlich überraschend. So, Glurak. Glurak hatten wir schon eine ganze Weile nicht mehr. Und was habe ich vor der Folge gesagt? So. Haha. So. Dann Glurak. Also wenn ich verliere, liegt es am Typennachteil. Das ist klar, aber... der John funktioniert in jedem Spiel, ob ihr wollt oder nicht. Oh, warum? Ich hab dich gekontert. Man sollte, glaube ich, echt so einen Helfer wie Psyana nicht nutzen, wenn der Gegner gerade Bewegungsfreiheit hat. Da kriegt man auf die Schnauze für. Das habe ich jetzt gelernt. Deswegen am besten den Gegner irgendwie zu Fall bringen und dann Psyana nutzen. So, da lande ich einen Hit. Resonanz-Time. Die X-Kombo macht unfassbar viel Damage. Nach Tara-Time. Ah, er hat nach Tara geblockt und weicht dem Limitschlag aus. Das ist sad. Als ob er lebt. Mit einem fucking HP. So. Aber ich habe meinen Sliding-Move. Der hat halt sehr viel Range und ist sehr safe. Deswegen ist der echt gut für solche Situationen. Man kann zwar nicht aus ihm kombon, das geht halt bei Attacken, die safe den Gegner zu Fall bringen, anscheinend nicht wirklich, aber... So. Platz 10, auch unter uns. Das ist halt die Sache. Fast alle Gegner, die wir hier bekämpfen, sind unter uns. Nur die zwei, die gleich kommen. Oh, der hat auch gerade 69 Kämpfe. Was ist mit denen? Ich habe immer noch nach 41 Liga-Kämpfen meine Flawless Winrate. Oh, ich habe doch schon wieder den Scheiß-Counter gedrückt. Der Gegner ist im Disadvantage. Ich und meine Smash Bros. Begriffe immer, ich weiß. Wobei man sagen muss, Disadvantage macht auch einfach nur Sinn. Und da hole ich einen Kill. Okay, der wehrt sich, das mag ich nicht. Oh mein Gott, was? Ich habe ja nicht mal die halbe Resonanzleiste und der ist voll. Fuck.
Okay, aber bisher ballert er nicht so mit seiner Resonanz, muss man sagen. Und zwar gar nicht. Er hat nicht einen Hit gelandet und es ist rum. Ah, er ist leider gerade gejumpt. Wenn man es richtig timet, sind das doch eigentlich garantierte Grabs, oder nicht? Zack. Jo. Dafür, dass wir sein ganzes Resonanzlimit eigentlich überstehen mussten, ohne eigenes. Er hat halt echt nichts geschissen bekommen da. Wir haben ihn eigentlich die ganze Zeit unter Kontrolle gehabt. Dass man in dem Spiel das verliert, wenn man gehittet wird, finde ich eigentlich echt ganz cool, muss ich sagen. Macht's ein bisschen mehr skill-based als einfach nur eine dumme Comeback-Mechanik. So. Also, jetzt kämpfen wir gegen Platz 7. Wenn wir jetzt gewinnen, sind wir auf jeden Fall im Turnier. Oh nein, der hatte bisher 68 Kämpfe. Ihr wisst, was das heißt. Das ist sein 69. Oh Gott. Das ist definitiv der stärkste Gegner, den wir bisher bekämpfen mussten. Oh, ich hab Zeit gedrückt. So, jetzt kriegen wir den Grab. Wir werden gecombot, ich mag das nicht. Einfach mal kurz nutzen, weil why not? Ah, scheiße. Oh Gott, Alter! Wieso hat mein X nicht in sich selbst gecombot, mein X-Spam? Wenn ich da verloren hätte, das wäre so bitter gewesen. Und er hat Resonanzlimit voll. Ich hab... Oh, ich hab L und R gedrückt. So, wir landen den Grab aus dem Down-Tilt. Und mir ist scheißegal, ob das irgendwen aufregt, dass ich das so nenne. Ihr könnt mich nicht aufhalten. So, Limitschlag trifft. Und das Projektil. Finish. Ja, also der Trend ist und bleibt gleich. Der zweite Kampf ist für mich immer deutlich besser als der erste. Oh Gott, die Bewertung. Die sind nicht gut. So. Ach, wir haben jetzt eine komische Bronzemedaille für unser Gewaldro, weil es Level 25 erreicht hat. Wir sind jetzt ein vielversprechender Trainer. Und sind safe Platz 7, Platz 6 können wir aber auch noch erreichen. Oh, aber der letzte Lucario-Spieler hat uns schon... Ach komm, wir gönnen uns mal wieder... Wir gönnen uns jetzt einfach mal wieder Lapras und Serpfoil. Vielleicht Scheißentscheidung. Ich glaube inzwischen schon, dass Psyana nach Tara besser ist, aber... Wir gönnen uns jetzt mal wieder. Mal gucken. Letzter Kampf der Folge. Ich habe das Gefühl, wenn man weiß, wie ist das hier ein sehr guter Combo-Move. Ich bin halt nur scheiße. Schlechtes Timing. Ja. Oh, ich bekomme meine Free Combo. Ah, scheiße, ich habe ja... Oh, ich habe gar nicht Psyana, aber es trifft trotzdem. Sliding! Oh. Digga, das ist einfach die Kill-Option.
Sliding into the DMs. So. Er hat volle Resonanz, ich nicht ganz. Ha, das reimt sich irgendwie. Wow, Lapras ist einfach despawned. Thanks. Hey, me too, motherfucker. So. Da haben wir sein Schild pressured. Hitten den Resonanzschlag. Hitten einen Grab. Hitten noch einen Grab aus dem Down-Tilt und das müsste sein. Jawohl. Also, ich sag's, wie es ist. Wenn man den Gegner zu Fall bringt, er kann doch nur auf der Stelle aufstehen, ne? Weil wenn ja, ist das eigentlich voll broken. Da hat man im richtigen Timing ja echt safe Grabs da draus. Und Grabs sind fucking gut, habe ich das Gefühl. So, aber mal wieder jedes Match gewonnen. Wir steigen von Platz 9 auf 6. Leider falsch rum für die 69. Haha, Comedy. Und damit, prima, du hast dich für das Turnier qualifiziert. Du weißt bereits, wie das alles funktioniert, oder? Gib dein Bestes. Ja, das machen wir dann beim nächsten Mal in Pokémon Tekken. Nächstes Mal wird wieder einiges abgehen mit Turnier, hoffentlich Ligaprüfung und bestimmt keinem Shadow Mewtwo Battle. Also, wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Wir sehen uns hoffentlich. Like und Abo dalassen. Bis bald und tschö mit Ö.